Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Formel 1 Hot Lap hier am Suzuka International Racing Circus. Natürlich, wir sind in Suzuka. Japan ist schon eine lange Strecke. Ich glaube seit 1976, damals noch in Fuchu Speedway und seit 86 dann die Premiere hier. Wie gesagt, das Debüt in 76, ja, 84, ich glaube 4 oder 86, dann halt hier auf dieser Strecke. Eine Runde 8,0471 Kilometer. Wir haben 18 Runden, 10 rechts und 8 links. Runden insgesamt im Rennen sind es dann 53. Und die meisten Siege hat, ja, Michael Schumacher mit 6 an der Zahl. Und gestern hat, nein, das stimmt, im Golfrennen zählen ja natürlich nicht die schnellsten Runden, sondern erst die im Rennen gefahren werden. Sorry, ich glaube im überletzten Video, also im 8. habe ich nämlich hingeschrieben, dass Schumacher, also dass Bottas, nein, ich weiß nicht, ich glaube Bottas die Runde hatte, obwohl es ja eigentlich erst im Rennen gezählt wird. Ja, egal. Hier glaube ich, ist es Kimi Räikkönen gewesen, 2007. Und ich mag die Strecke und es ist eine der Lieblingsstrecken aller Fahrer. Aber lass uns jetzt mal also zur Strecke und in die Hotlap gehen. Los geht's. Hier sind wir Anfahrt der ja, letzten Schikane, also der vorletzten beiden Kurven und dann kommt dann die letzte Kurve. Das Riesenrad, ein Wahrzeichen der Strecke, würde ich mal sagen. Und wir gehen hier schon auf die Strecke. Und wie gesagt, das Qualifying gestern ziemlich im Regenchaos geendet. Ich dachte mir, ich nütze mal hier kurz diesen schönen Screenshot. Und ja, aber wir sprechen natürlich nach dieser Hotlap nochmal etwas ausführlicher über das Qualifying gestern. Jetzt lassen wir jetzt mal los. Und zwar, ja, eine etwas komfortable Gerade, nach der etwas komfortablen Geraden folgen Kurve 1. Ja, es sind zwar eigene Kurven, also First Corner, aber sie werden als eine gezählt. Und jetzt wird es 4, 5, 6 und 7 in einem Stück. Man muss den Scheitelpunkt immer perfekt treffen. Ja, die S-Corner. Und man und ja, das ist schon ziemlich schwer. Ich habe auch ein paar Runden gebraucht. Hier Kurve 7, der Ausgang. Da muss man natürlich gut und mit Vollgas erwischen, nicht zu weit raus, wie Kiesbeck gestern bei Eriksen. Ich glaube, Hülken hat ein paar Probleme gehabt. Kurve 8, die nimmt man eigentlich so mit, wie sie ist. Die nimmt man eigentlich beide nur, sind beides Rechtsknick, die man nur so mitnimmt, diese Eigentlichkeit zu fahren. Hier kommen wir zu Kurve 9 und 10, glaube ich, ja. Na, 10 und 11, sorry. Die ist, ja, ziemlich anzubremsen. Ja, ich habe es hier noch. Und wenn man den Scheitelpunkt nicht erwischt, geht es einen, so wie Vettel auch gestern im Qualifying. Und hier kommt die 200R-Kurve. Kurve Nummer 12. Das ist eine langgezogene Rechtskurve, macht mega Spaß, die Linie zu finden. Ja, ich habe es abkürzen. Ich habe hier den Schwung etwas mitgenommen, aber habe wahrscheinlich. Und hier kommen wir zur Kurve 13 und 14. Spoon Curve. Ja, das ist hier durch den Ausgang wieder sehr, sehr wichtig, um dann für diese Kurve, wo wir vorher schon durchgefahren sind. Und eine komplette Vollgaskurve, Kurve 15. Oder ist das Kurve 15? Ja. Hier habe ich das gerade etwas mitgebracht. Und die folgt dann die 130R-Kurve. Und 15. Ja, Schikane. Und hier sehen wir es nochmal von innen. Hier haben wir keinen optimalen Curve. Curve-Ausgang. Hier hat uns etwas das Heck weggedreht. Und das war es dann eigentlich schon. Hier nochmal, ja, die Kurve A. Hier noch kurz etwas herum. Und zwar, ja, wir fangen zwar schon an, obwohl wir hier noch stehen, jetzt ist los. Ein normales Qualifying bis Q3, möchte ich mal sagen, weil in Q3 ist dann ein großer Taktikfehler von Ferrari passiert, die ja, feuchte, eigentlich also so etwas angefeuchteter Strecke, dachten, sie würden die komplette Konkurrenz ausspielen, indem sie
sowohl Vettel als auch Kimi gaben, alle anderen mit Soft rausgefahren sind, somit, aber sie hatten die Strecke natürlich völlig unterschätzt und deswegen hatten alle anderen, die mitgefahren sind, den viel besseren Vorteil und somit auch den besseren, holte sich im Endeffekt Lewis Hamilton die Pole Position mit einer 1,27. Hinter ihm Valtteri Bottas, der ihn kann. Dahinter auf 4 Kimi und nur auf 9, weil er sich etwas verbremst hat. Dann mit Saftratigen hieß es dann nur Platz 9 und das ist natürlich ein herber Rückschlag, weil er ja schon 50 Punkte in der WM hinten ist und jetzt noch diese Aufholjagd, ja, ich denke mal ehrlich gesagt, er hat nicht mehr die größten Chancen Weltmeister zu werden, weil Hamilton, wie er sagt, in der größten und höchsten, also er hat den Höhepunkt seiner Karriere, was seine Nummer meiner Zeit mit denen von Hamiltons vom gestrigen Qualifying. Und zwar, ich habe eine 1,29,7 geschafft. Bei Hamilton eine 1,28,702, das heißt mehr als eine Sekunde schneller war. Gut, hier mein Siegergebnis, also wie sie ins Ziel kommen. Ich denke mal, Verstappen kann sich gegen Kimi behaupten. Er hat schon öfters gezeigt, dass er gegen Kimi fahren kann und vorne bleiben kann. Ich denke mal, die Mercedes sind viel zu weit weg, um da noch etwas anzurichten. Hinterhin, denke ich mal, für die Weltmeisterschaft wird Bottas bleiben müssen dürfen, weil er, sorry, jetzt wird Bottas bleiben müssen und dürfen, weil er, wie gesagt, für die Weltmeisterschaft ist am wichtigsten, dass dieser Puffer hinter ihm bleibt. Und natürlich, wie kann es anders sein, wenn nicht schief läuft, sprich Motorausfall, Motor, irgendwas, Unfall beim Start, kann auf jeden Fall nicht schief gehen und Lewis Hamilton wird dann auf jeden Fall das Rennen gewinnen und seinen Vorsprung auf. Ja, wenn wir rechnen, Vettel als Vierter, ja, mehr als 10 Punkte und somit könnte er im nächsten Rennen, sprich ich glaube USA, den Sack zumachen und Weltmeister werden. Aber das sind natürlich Spekulationen. Es kann natürlich ein Crash vom Start passieren. Aber für das Video für mich sein. Und ja, ihr könnt uns natürlich besuchen auf Instagram, Twitter, Facebook. Und ja, sorry, aber ja, falls es euch gefallen hat, danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.